Ja, dann schon mal einen schönen guten Morgen an unsere Zuschauer. Schön, dass Sie da sind. Wir warten noch gerade eine Sekunde, dass dass noch alle die Möglichkeit haben, reinzukommen. Sehe, dass wir schon einige Zuschauer da haben. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich begrüße Sie schon mal ganz herzlich aus Berlin. Bei uns ist es ganz schön regnerisch. Und da ist es doch gut, wenn man sich die Zeit ein bisschen in einem Webinar vertreiben kann und interessante neue Infos mitbekommt. So, dann starten wir mal mit dem Webinar heute. Ja, nochmal guten Morgen. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Titel Datenkanalübergreifend verbinden: Customer Data Platform für den smarten Blick auf den Kunden mit unserem Partner T-Systems Multimedia Solution und Salesforce. Mein Name ist Andreas Meiser von WeConnect und ich bin heute für den organisatorischen Part verantwortlich. Unsere Referenten für das Webinar heute sind Herr Martin Molch und Herr Toni Hegewald. Herr Molch ist Teamleiter Digital Marketing bei T-Systems MMS. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im Bereich Sales Excellence im Digital Marketing, im User Experience Design Konzeption und im Bereich Salesforce Marketing Cloud. Seit 2000 ist er als Berater im Online-Marketing tätig, davon seit 2010 bei der T-Systems MMS. Die Verbindung aus Marketing, Sales und Service und der Abbau von Silos zwischen Abteilungen sind ihm ein besonderes Anliegen. Herr Hegewald ist Senior Solution Consultant bei Salesforce. Nach der Betreuung von Kunden in den Bereichen SEO, Google Ads und Web Analytics spezialisierte er sich 2017 auf die Beratung zu Marketing Automation Tools. Seitdem hat er mit verschiedenen Technologien wie der Salesforce Marketing Cloud, SAP oder Microsoft Dynamics 365 Marketing gearbeitet, bevor er sich 2021 bei Salesforce auf die Produkte des Anbieters fokussierte. Auch hier ist es ihm wichtig, durch die gezielte Auswahl und den optimalen Einsatz der Lösungen ausgezeichnete Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Ja, ein herzliches Willkommen an unsere heutigen Sprecher. Aber bevor ich an Herrn Molch und Herrn Hegewald übergebe, möchte ich Ihnen noch ein paar kurze organisatorische Hinweise geben. Und zwar sind alle Teilnehmer in diesem Webinar stumm geschaltet. Sie können aber natürlich jederzeit gerne Ihre Fragen und Anmerkungen in unserem Q&A-Bereich eingeben und wir nehmen uns dann nach der Präsentation die Zeit, diese in der Q&A-Session zu beantworten. Außerdem blenden wir während des Webinars zwei kurze Umfragen für Sie ein. Nichts Aufwendiges, es ist jeweils eine Frage mit Multiple oder Single Choice, also falsche Antworten gibt es hierbei nicht. Ja, das war's auch schon von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an Herrn Molch und Herrn Hegewald. Sie können starten. Vielen lieben Dank, Herr Meiser, für diese ganz fantastische Anmoderation und ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ja, sobald hier der richtige Knopf gedrückt wurde, Herr Meiser, ich glaube, ich brauche da nochmal eine Bildschirmfreigabe. Dann Ja. starte ich auch die Präsentation. Uns geht es heute um das Thema CDP, Customer Data Platform. Und insbesondere dort um den Aspekt, wie können Sie abteilungsübergreifend und ja auch systemübergreifend auf Daten zugreifen. Und ja, wir haben Ihnen einiges an Beispielen mitgebracht aus der Praxis. Wir werden auch etwas auf die Theorie eingehen. Was bedeutet denn CDP? Was ist der Gedanke dahinter? Und stehen Ihnen dann natürlich zum Schluss auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, wir haben so einen ganz kurzen Disclaimer, Toni, am Anfang immer von Salesforce, ne? Na klar. Also ich fasse es mal wirklich kurz zusammen. Für den Fall, dass heute irgendwelche Features angesprochen werden von meiner Seite oder Funktionen, die noch nicht global verfügbar sind, ist das einfach der Hinweis, dass wenn Sie Kaufentscheidungen treffen, sich bitte auf das beziehen, was eben heute angeboten wird, was heute schon verfügbar ist und sich daran dann orientieren. Das wäre das Ganze auch schon zusammengefasst. Auch guten Morgen. Vielen Dank, Toni. Wichtige Folie immer bei solchen Präsentationen. CDP, ja,
drei Buchstaben, Customer Data Plattform. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, die das so ein bisschen für eine Einführung so erläutern sollen. Das erste Beispiel ist ein Beispiel von einem Kunden von uns, eine Brauerei. Und die Brauerei hat so eine ganz klassische B2C Customer Journey. Und häufig startet es so, dass man also mit einem Konsumenten, die Brauerei hat mit einem Konsumenten am Anfang gar keinen ja, direkten Kontakt. Das ist alles sehr anonym. Das ist also eine unbekannte Käuferin, die kauft bei einem Händler, bei einem Getränkehändler oder einem anderen Retailer, wird dann vielleicht ein Stückchen bekannter, indem sie einen QR-Code einer Marketingkampagne scannt, damit auf eine Website kommt. Auf der Website browse sie durch die verschiedenen Angebote. Dort werden ja schon erste User-Signale gesammelt. Das heißt also, welche Themen sind besonders interessant, wo war eine längere Verweildauer beispielsweise. Und dann kommt der Punkt, wo diese Userin plötzlich bekannt wird, nämlich indem sie sich zu einem Newsletter anmeldet. Und Petra wird dann genau an dieser Stelle zu einer identifizierten Kundin. Petra erhält dann eine Einladung zu einem Tasting, also zu einer Verkostung von Spezialitäten, erhält darüber hinaus dann im nächsten Schritt personalisierte Informationen und auch Angebote, nimmt dann an der Verkostung teil, erhält dann dort ein kleines Geschenk. Auch hier merkt man schon, diese unterschiedlichen Kontaktpunkte, an den unterschiedlichen Kontaktpunkten werden auch unterschiedliche Informationen erfasst. Das sind verschiedene Systeme. Alle beziehen sich auf diese Kundin Petra. Die Daten werden aber unter Umständen hier noch nicht zusammengefasst. Ja, Petra erhält dann auch eine automatisierte Permission Request. Sie gibt dann auch ihr Double Opt-in dazu. Sie gibt auch eine Bewertung ab, hat auch eine Serviceanfrage. Es gab da ein Glas, was beschädigt war, hat somit Kontakt dann mit einem Servicemitarbeiter, dem Jan von der Brauerei. Jan arbeitet auch wieder in einem anderen System, hat vielleicht Vorname, Nachname erfasst von Petra und die Kontaktinformationen, kommuniziert mit Petra über verschiedenste digitale Kanäle oder Social Media. Petra, das lässt sich dann schon ableiten, hat gewisse Kommunikationspräferenzen und über die verschiedenen Punkte hinweg wissen wir auch, wie engagiert ist sie, wie intensiv arbeitet sie mit der Marke zusammen. Und was sind auch Ihre Vorlieben, vielleicht aus dem Tasting oder auch den vorherigen User Signals auf der Website? Die Kommunikation, und das ist dann sozusagen unser Ziel in Marketing und Service, soll also optimal personalisiert sein mit Petra. Die Herausforderung dabei ist, es sind ganz unterschiedliche Systeme, unterschiedliche User-IDs unter Umständen und aus Blick des Unternehmens eben auch ganz unterschiedliche Abteilungen, die da hier zusammengeführt werden sollen, wenn man so einen Rundumblick auf Petra haben möchte. Ein anderes Beispiel von einem unserer Kunden ist so, kommt aus der Welt der Geschäftskunden, eine, ja, nennen wir es mal B2B Customer Journey, startet ja recht häufig, wie hier in diesem Beispiel von einem Maschinenbauer, mit einer Anfrage durch den Kunden. Das kann aber auch eine Ausschreibung sein. Man startet dann im B2B häufig in diese Richtung Angebotserstellung, Anfrage oder Abfrage von Anforderungen. Um welche Maschine geht es denn genau? Was soll denn da hergestellt werden? Wo steht diese? Welche Parameter gibt es etc. pp. All das bedarf dann eben auch einer Planung und einer regelmäßigen Abstimmung. Hier ist es natürlich auch für den Vertriebsmitarbeiter wichtig, die richtigen Entscheider zu identifizieren. Habe ich von diesem Unternehmen unter Umständen schon mal eine Anfrage gehabt? Welche Kontaktpersonen tauchen denn bei diesem Unternehmen immer wieder auf? Wo kann ich im B2B-Vertrieb meine Schlüsse ziehen auf ja, gewisse Entscheidungskriterien? Wer sind die Entscheider, die wir vielleicht auch regelmäßig ansprechen sollten? Es kommt dann zu einer Vertragsunterzeichnung, den konkreten nennen wir es Kauf dieser Maschine, einer Auslieferung und Abnahme, wenn die Maschine dann im Einsatz ist, sogenannte natürlich auch IoT-Daten dafür, hier bestimmte Ableitungen zu treffen für Predictive Maintenance. Das heißt, das Unternehmen, also hier der Maschinenbauer, weiß unter Umständen sehr gut, wann ist eine Wartung erforderlich,
welches Up- und Cross-Selling-Potenzial ergibt sich durch diese Nutzung der Maschine? Wo, an welcher Stelle gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten oder andere Service-Requests, die man vorhersagen kann? Auch hier ein erhebliches Potenzial für Up- und Cross-Selling, die wiederum, und so schließt sich auch der Kreis, dann für den Vertrieb interessant sein. Also auch hier bei einer B2B-Customer-Journey gibt es verschiedene Touchpoints, an denen Daten in unterschiedlichen Systemen generiert werden. Und Marketingverantwortliche und natürlich auch Vertrieb und Service wollen abteilungsübergreifend auf diese Kundendaten zugreifen. Bei genau dieser Problemstellung hilft eine CDP. Was ist denn eine CDP? Wir haben hier mal mitgebracht die rein formale Definition von dem CDP Institute. Wir haben es mal frei übersetzt. Kurz gesagt, eine CDP ist eben eine Software oder ein Softwarepaket, die dabei unterstützt, dass es einen einheitlichen und eine vor allem auch dauerhafte Kundendatenbank aufgebaut wird, die dann auch zur Verfügung steht, um von anderen Systemen abteilungsübergreifend genutzt werden kann. Grob gesagt sind das die wichtigsten Anwendungsfälle bei einer CDP das Profiling und das sogenannte ID-Stitching. Das heißt also, dass über die verschiedenen Systeme hinweg ich für welche Anwendungsfälle auch immer ich feststellen kann, welche Datensätze gehören denn zusammen, an welcher Stelle habe ich vielleicht auch Kundendaten doppelt erfasst, die zusammenzuführen und da auch die richtigen Schlüsse über die Präferenzen von Kunden zu bilden. Das ist so dieser Hauptanwendungsfall für eine CDP. Dazu gibt es natürlich auch das Consent Management, Identity Management, auch die Datenfreigabe gehört als sehr wichtiges Features dazu zwischen den verschiedenen Abteilungen, aber auch eine Performance-Analyse, also Einblicke erhalten über das Kundenverhalten. Und darüber hinaus gibt es auch noch zahlreiche weitere Anwendungsfälle, werden wir im Laufe unseres Events hier auch nochmal kennenlernen. So viel erstmal zu einer Einführung und damit kommen wir auch zu einer ersten Umfrage. Jetzt sind Sie gefragt. Unsere Frage ist, bezogen auf Ihr Unternehmen, aus welchen Systemen beziehen Sie Ihre Marketing oder bezieht sich Ihr Marketing die Kundendaten? Wir haben ja eine Mehrfachauswahl, also klicken Sie ruhig die Systeme an, von denen Sie wissen, dass sich Ihr Marketing die Kundendaten daraus zieht. Zur Auswahl stehen CRM, ERP, CDP, DMP, Data Warehouse und große Landschaft an Marketing Automation Tools. Herr Meiser hat das so ein bisschen im Blick, ob genau, unsere Teilnehmer schon antworten. Ja, die sind schon fleißig dabei. Es kommen mehr und mehr Antworten rein. Ich würde sagen, dass wir dem Ganzen nochmal so 20 Sekunden geben. Ja. Sie können da als Zuschauer einfach draufklicken und haben eine Mehrfachmöglichkeit zu antworten. Ganz simpel, wie vorher schon angekündigt. Da können Sie nichts verkehrt machen. Und ich würde sagen, wir haben im Moment von den Teilnehmern, die da sind, eine gute Übersicht bekommen, ein eindeutiges und ein relativ gutes Ergebnis, sodass ich jetzt mal eben kam noch was rein. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Und dann 3, 2, 1, zack. Und die Resultate freigeben. So, dann schalte ich mich wieder aus. Vielen lieben Dank. Ja, Toni, was sagen uns die Ergebnisse? Ne? Ich denke, CRM ist so häufig wie nie vertreten. Ja? Spiegelt aber auch das wieder, was wir so häufig auch in Unternehmen finden. Ein CRM zur Verwaltung von Kundendaten gibt es immer. Und die nächsten Favoriten sind dann hier ERP, Data Warehouse, was mich auch schon fast ein bisschen überrascht, ja, Data Warehouse-System zu haben, zeugt schon von einem sehr hohen Reifegrad und natürlich die Vielzahl an Marketing-Automation-Tools. Ja, genau. Also CRM natürlich der Klassiker, wie du schon sagst. Eigentlich immer vertreten, das erste System, wenn es darum geht, Kundendaten überhaupt zu erfassen. Aber wir sehen hier, sind schon andere Systeme schon mit vertreten und das Ganze wächst natürlich. Und die Vielfalt der Quellen
wird immer größer, ja. Gut, vielen Dank für genau diese offene und ehrliche Rückmeldung. Ja, dann, Toni, geht's mal ein bisschen weiter ins Detail, ne? Genau, wir wollen einfach mal nochmal genauer auf die Funktionen der CDP schauen und das Ganze haben wir für den besseren Überblick mal in fünf verschiedene Kategorien unterteilt. Das sind die Begriffe, die Sie in der Mitte sehen. Und ich möchte einfach mal anhand dessen mal erklären, was so eine CDP eben alles schon mitbringen kann. Wir fangen an mit dem Punkt Datenintegration, Vereinheitlichung, Identifikation. Das heißt, wir beziehen Daten aus verschiedenen Quellen. Das sehen Sie auf der linken Seite. Und das sind am Ende genau die Dinge, die Sie jetzt auch gerade mit genannt haben. Natürlich das CRM, aber auch das ERP-System. Wir haben das Web, Webseiten, Webshops als Quelle für Informationen. Wir haben unsere klassischen Marketingkanäle oder auch ein Loyalty-System beispielsweise, wo überall Daten über unsere Kunden herkommen können, wo Daten über unsere Kunden und Kontakte gespeichert sind. Und die CDP sammelt diese Daten, vereinheitlicht sie, verknüpft sie miteinander und kann dann daraus einzelne Kontakte identifizieren. Mit dem Ziel, ein Golden Record, also das zentrale Kundenprofil zu bilden und das Ganze unabhängig vom Kanal, wo jetzt die Information herkommt oder wie sie genutzt werden soll. Damit erreichen wir, dass wir in erster Linie Datensilos auflösen. Wir erhalten eine einheitliche Benamung und Ausprägung der Attribute an Kontakten. Wir vereinfachen den Zugriff auf das Kontaktprofil, weil ich nicht mehr in drei Systeme schauen muss. Und wir erhalten eben diese 360-Grad-Kundensicht an einer Stelle. Wenn wir die Daten dann im System haben, können wir daraus verschiedene Maßnahmen ableiten, können mit den Daten arbeiten. Das heißt, wir kommen zum nächsten Punkt, Segmentierung und Anreicherung. Dank der einheitlichen Profile ist es jetzt möglich, Segmente beispielsweise mittels Track and Drop, mittels Filtern zu bilden und das ohne Kenntnisse von Code, von SQL. Und damit eben ein System für das Marketing, das keine tiefen Entwicklerkenntnisse braucht. Die Selektion kann dann nach Kundenattributen stattfinden, nach genutzten Kanälen, Käufen, Verträgen, Interessen der Kunden oder auch nach verschiedenen Märkten oder dem Wohnort beispielsweise. Hier ist man dann eben flexibel, je nachdem, was man dem CDP zur Verfügung stellt. Man kann neue Werte berechnen, das heißt zwischen Kontakten, zwischen ihren Interaktionen Zusammenhänge finden und dann daraus mittels Formeln oder mittels KI neue Erkenntnisse ableiten, die dann wiederum für eine Selektion genutzt werden können. Und es ist natürlich auch möglich, ein Scoring durchzuführen, zu sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kontakt bestimmte Handlungen durchführt oder wie wertvoll ist er bezogen auf ein bestimmtes Thema, Produkt, das ich anbiete. Dann kommen wir zum Consent Management. Spätestens seit der Datenschutzgrundverordnung ein Riesenthema bei allen unseren Kunden. Und hier schaffen wir es eben durch die zentrale Verwaltung der Kundenprofile, die Datenschutzkonformität umzusetzen. Das heißt, ich habe alle Einwilligungen für das Marketing an einem Ort als zentralen Knotenpunkt, auch wenn beispielsweise ein Opt-out aus verschiedenen Kanälen kommen kann. Ich habe hier die Wahrheit, wie ich meine Daten nutzen darf, welche Kunden ich kontaktieren darf, wie ich sie kontaktieren darf. Ich kann aus dieser Quelle heraus Auskunft erteilen, wenn das so etwas angefragt wird. Und ich hätte auch hier die Möglichkeit, natürlich einen Löschauftrag wiederum an Systeme zu senden, um Kundendaten dann auch zu löschen, wenn das Ganze erforderlich ist. Als nächstes kommen wir zur Aktivierung und Personalisierung. Und das am Ende das große Ziel, was Sie mit der CDP natürlich erreichen wollen. Das heißt, ich kann Segmente aktivieren, heißt, ich übertrage sie an meine Engagement-Plattform. Das kann eine Marketing-Cloud sein, das kann ein anderes Newsletter-Tool sein, das können Systeme zur On-Site-Personalisierung sein, Advertising und so weiter. Ich kann hier an einem
ortzentral steuern, wie meine Kommunikation ablaufen soll über verschiedene Kanäle. Das heißt, ich steuere das nicht mehr in jedem Kanal einzeln, weiß dann hier an der Stelle, welcher Kunde bekommt welche Nachrichten, in welchem Kanal oder auch wo möchte ich Kommunikation unterdrücken. Ich kann Maßnahmen verknüpfen aus Sales, Service, Commerce zusammen mit Marketing und hier eine einheitliche Strategie fahren. Ich kann Batch- und Trigger-gesteuert Kampagnen fahren, Entscheidungen in Realtime treffen und dank der 360-Grad-Kundensicht kann ich eben auch viel detaillierter, viel einfacher personalisieren. Am Ende kommt dann noch der Punkt der Erfolgsmessung. Das heißt, ich möchte am Ende wissen, wie erfolgreich war das Ganze. Ich möchte es messen, ich möchte es visualisieren und ich möchte es verstehen, um dann das Ganze zu verbessern natürlich, um meine Segmente weiter auszudifferenzieren, meine Maßnahmen noch detaillierter zu treffen. Und hier bringt viele CDPs auch die Möglichkeit mit, zum Beispiel Exporte zu machen an Systeme wie ein Datorama, wie ein Power BI oder ein Tableau, die dann darauf spezialisiert sind, solche Daten auch zu visualisieren. So, damit das zu den Funktionen. Und wir hatten ja jetzt schon verschiedene Systeme genannt im Vorfeld und mal die Frage, was haben Sie denn im Einsatz? Und ganz häufig bekommen wir da die Frage, was unterscheidet denn so eine Customer Data Plattform beispielsweise von einem Master Data Management oder einem Data Warehouse? Oder brauche ich das denn zusätzlich zu meinem CRM? Das Ganze haben wir in einem LinkedIn-Artikel mal, haben wir mal aufgegriffen, mal genauer beschrieben. Kurz gesagt, sind es eben verschiedene Systeme, die sich an unterschiedliche Anwender, an unterschiedliche Zielgruppen richten. Das heißt, ein CRM kommt klassisch aus dem Sales- oder Service-Bereich und ist dahin orientiert. Und genauso gibt es andere Systeme, die eher der IT zugerichtet sind, eher dem Sales. Oder eben die Customer Data Plattform, die ihren Fokus auf das Marketing hat. Aber es gibt auch natürlich Unterscheidungen in den Funktionen, beispielsweise zur Marketing Cloud oder zur Data Management Plattform. Also da verweisen wir auf den LinkedIn-Artikel und da können Sie nochmal genauer nachlesen, wo denn eigentlich die Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen liegen. So, und um das Ganze noch etwas komplexer zu machen, gibt es natürlich auch bei den Customer Data Plattformen Unterschiede. Das heißt, ja, wie hier geschrieben, nicht jeder kann alles und Prioritäten unterscheiden sich. Man muss einfach wissen, dass manche Systeme Weiterentwicklungen sind, beispielsweise von bestehenden Tools und dass verschiedene Anbieter von Customer Data Plattformen eben auch jeweils einen unterschiedlichen Fokus für ihr Tool setzen können. Das Customer Data Plattform Institut haben wir vorhin schon angesprochen. Auch das hat da vier Kategorien gefunden, in die es CDPs unterteilen würde. Das erste sind die Data CDPs. Die haben ihren Fokus auf dem Data Management und der Segmentierung von Daten. Dann gibt es die Analytics CDPs. Die nehmen das Ganze und fügen dem noch Analytics Möglichkeiten, Fähigkeiten hinzu und Machine Learning, KI und solche Dinge, um dann eben weitere Erkenntnisse abzuleiten. Dann gibt es die Campaign CDPs, die zusätzlich für die Orchestrierung von Journeys da sind. Das heißt, ich kann aus diesen CDPs nicht nur meine Daten segmentieren, sondern sie sind auch dazu da, Kampagnen anzustoßen, Daten eben dann weiterzugeben, an Systeme zu verteilen. Und als letztes die Delivery CDPs, die dann meist auch selbst Nachrichten ausspielen können, sind eben häufig Weiterentwicklungen von Versandtools, die dann irgendwann durch CDP-Funktionen ergänzt wurden. Das heißt, denen ermöglicht wurde, dann auch Daten zu verarbeiten, die nicht selbst vom Tool kommen und nicht die Kernkanäle betreffen. Und so kann man eben verschiedene Anbieter, verschiedene Systeme auch in diese Kategorien einteilen. Wie schon gesagt, je nachdem, wo der Anbieter seinen Fokus setzt, können CDPs in dem einen oder dem anderen Bereich stärker sein. Eher die Ausnahme, die eierlegende Wollmilchsau zu finden, die dann alles perfekt beherrscht. So, und auch Salesforce an unserer Stelle bietet zwei Systeme, die
sich laut Definition als CDP einordnen lassen. Wir haben hier einmal ein System of Insights, das ist die Salesforce CDP, und ein System of Engagement, das Interaction Studio. So, und ich erkläre Ihnen mal, warum wir hier zwei Systeme anbieten. Das System of Insights, also die Salesforce CDP, entspricht eher dem klassischen, der klassischen CDP-Definition. Das Ganze ist dazu da, Daten aufzunehmen, zu segmentieren. Wir haben hier starke Analysefähigkeiten und wir können hier Segmente bilden in dem Salesforce CDP und diese wiederum an verschiedene Tools, an verschiedene Kanäle weitergeben. Insofern könnte man sagen, wenn man jetzt auf die Definition des Customer Data Platform Instituts schaut, sind wir hier in den vorderen drei Bereichen vor allen Dingen aktiv. Das Interaction Studio im Gegensatz dazu ist für die 1:1 Personalisierung gedacht. Das heißt, ich kann hier mit dem Interaction Studio Interaktion tracken, beispielsweise im App, in verschiedenen Apps. Ich kann aber auch Interaktionen aus anderen Kanälen hier einspielen. Und dann nutzt das Interaction Studio seine KI, den Einstein, um Interessen und Affinitäten zu ermitteln, zu sagen, okay, jede Handlung von einem Kunden lässt auf ein gewisses Interesse, auf ein Ziel schließen, dann zu personalisieren, natürlich auch wieder im Web- und App-Bereich, aber auch in anderen Systemen wie dem CRM zu sagen, lieber Vertriebler, dieser Kunde hat sich gerade auf der Website folgende Dinge angeschaut oder hat im Marketing auf meine E-Mails folgendermaßen reagiert. Das sind Themen, die jetzt für ihn relevant sein könnten. Dann kann ich eben sowohl dem Sales als auch dem Service beispielsweise hier Empfehlungen ausspielen, aber auch beispielsweise in einem Webshop oder auf der Website eben Content und Produkte empfehlen, je nach individuell auf den Kunden angepasst. Zudem ist es in der Action Studio für das Thema Real-Time-Decisioning da, das heißt zu entscheiden, was ist die nächstbeste Aktion, der nächstbeste Content, den ich dem Kunden ausspiele. So, und nun werden Sie sich wahrscheinlich fragen, brauche ich jetzt eine Customer Data Plattform? Und wenn ja, welche brauche ich denn jetzt? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Es kommt darauf an. Ja. Es kommt darauf an, wie Sie momentan aufgestellt sind, wie Ihre Teams miteinander verknüpft sind und wie Sie miteinander arbeiten. Es kommt darauf an, welche Systeme Sie bereits im Einsatz haben, was die Systeme abdecken, auf Ihr Businessmodell natürlich und auf die Use Cases, die Sie mit der Customer Data Plattform verfolgen. Salesforce bringt seit 7 Jahren den State of Marketing heraus. Das ist eine Studie, bei der wurden auch dieses Jahr wieder über 8000 Marketiers befragt zu ihren wichtigsten Themen, ihrer Arbeit, zu ihren Zielen und Herausforderungen. Und diese Studie hat ergeben, dass der Bedarf zu einer Customer Data Plattform eben gerade dadurch entsteht, dass heutzutage mit immer mehr Datenquellen gearbeitet wird. Also ein Marketier braucht heutzutage oder hat heutzutage viel mehr Kanäle zu managen und viel mehr Quellen, viel mehr Systeme, aus denen Daten kommen können als früher. Und genau daraus lassen sich dann eben die Bedarfe für eine Customer Data Plattform abbilden. Und die Gründe, warum sich Unternehmen für eine Customer Data Plattform entscheiden und die Top 3 Themen, die hier genannt wurden, waren Content Management, dann Kundenerkenntnisse zu generieren und das eben kanalübergreifend und toolübergreifend und Zielgruppen zu segmentieren und das eben auch nicht nur im jeweiligen Kanal, sondern mit allen Informationen, die ich zur Verfügung habe. Und welches System dann für Sie das Richtige ist, das kommt, wie schon gesagt, auf Ihre Ziele an, die Sie damit erreichen wollen. Es kann jetzt bezogen auf Salesforce der richtige Schritt sein, mit der Salesforce CDP anzufangen, um genau diese drei Themen anzugehen. Es kann aber auch der richtige Schritt sein, zu sagen, ich möchte jetzt erstmal meine Personalisierung, meine Interaktion im Web verbessern. Ich möchte in Realtime mit Kunden interagieren. Ich möchte diese
Fähigkeiten des Interaction Studios erstmal haben und sehe da erstmal den größeren Gewinn kurzfristig. Ja, und manche Kunden entscheiden sich auch gleich beides einzuführen, um den vollen Funktionsumfang von Anfang an ausschöpfen zu können. Aber hier braucht es einfach eine Strategie, die zu Ihnen passt. Und das herauszufinden, dabei kann Ihnen die Systems helfen, dabei kann Ihnen aber auch, können wir Salesforce Ihnen helfen. So. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Umfrage. Und jetzt möchte ich Sie fragen, ja, worin sehen Sie denn eigentlich den größten Vorteil für Ihr Unternehmen bei der Nutzung einer CDP? Also sind das schon die Themen, die hier genannt wurden? Wir haben noch ein paar weitere Möglichkeiten hier mal aufgeführt. Und würde uns einfach mal interessieren, wie Sie eine CDP nutzen wollen oder würden. Genau, die Umfrage ist für unsere Zuschauer offen. Ich sehe auch schon, dass fleißig abgestimmt wird. Keine falsche Scheu, auch wieder hier. Sie können nichts, es gibt keine falschen Antworten. Wir sind einfach nur an Ihrer Meinung, an Ihren daran interessiert. Ja, sind schon fleißig dabei. Wenn Sie noch nicht haben, gerne noch draufklicken, abstimmen, mit Auskunft geben. Warten wir nochmal so 15 Sekunden, gucken, ob da noch ein Nachzögling ist. Gut, und dann schließen wir die Umfrage in 3, 2, 1 und rien ne va plus. Wow, Toni, ich bin überrascht. Content Management. Ich hätte genau auf das Content Management getippt, ja, dass es da mehr Punkte gibt, aber offensichtlich sind da einige Unternehmen schon sehr gut unterwegs. Ja, sehr interessant. Aber wir sehen auf jeden Fall eine große Verteilung. Ne? Es gibt kein Thema, was jetzt hier komplett überwiegt. Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Also Customer Insights können wir auf jeden Fall gleich mal reinschauen, Segmentierung und vor allen Dingen der Identitätsabgleich. Ja, das für mich auch ein großer Punkt. Aber schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Wir haben eine kleine Tool-Demo mitgebracht und dazu zeige ich einmal. Einmal bitte das Sharing übergeben. Ja, dann Dankeschön. Dann können wir uns das Ganze einfach mal anschauen. So, bis jetzt. Ja, ihr seht mein Bildschirm. Es war gerade da. War gerade da. Jetzt kommt es wieder. Super. Alles klar. Ich habe jetzt hier einmal die Salesforce CDP mitgebracht und wir können. Wir gehen einfach mal durch, wie würde das aussehen, wenn ich jetzt als Marketier hier mit der Salesforce CDP arbeite und was bringt das Ganze denn mit? Also ich bin erstmal auf der Startseite der CDP und Sie sehen hier, die Oberfläche wird vielleicht einigen bekannt vorkommen, denn es ist das Lightning Design, das auch im Salesforce CRM genutzt wird und wir sind hier auf einer Plattform unterwegs. Im Überblick sehe ich erstmal, ja, die Datenmengen, die ich jetzt hier in die CDP importiere, die nennen sich hier Data Streams. Ich sehe meine Segmente, die ich daraus erstelle und die Aktivierungen, was letztendlich die Übertragung dieser Segmente ist, an verschiedene Kanäle. Das im schnellen Überblick. So, und dann fangen wir einfach mal an damit, dass Daten ins System reinkommen. Und hier könnte ich jetzt neue Data Streams erstellen und da bekommen wir schon mal eine ganze Menge an ja, Schnittstellen angeboten. Das heißt, es gibt hier einfach Standardschnittstellen an die bekannten Salesforce-Tools wie die Marketing Cloud, das CRM, das Commerce oder auch das vorhin schon genannte Interaction Studio. Wir können aber auch jegliche andere Systeme hier anbinden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über eine API zu integrieren. Wir können aber auch
Amazon S3 Buckets nutzen, Google Cloud Storage oder über MuleSoft dann weitere Systeme hier anbinden und sind da auch unabhängig. Ja. So, und darüber erstelle ich dann neue Data Streams, aber ich möchte mir heute mal einen bestehenden angucken und nehme hier die All-Subscriber. All-Subscriber sind die E-Mail-Empfänger aus der Marketing-Cloud. Und die werden jetzt hier über die Schnittstelle eingespielt. Und wir können uns mal anschauen, wie das Ganze jetzt hier in die CDP hineinkommt. Die Salesforce CDP nutzt das Cloud Information Model. Das ist ein standardisiertes Datenmodell und wird von verschiedenen Anbietern wie Amazon oder Google auch unterstützt. Das heißt, hier orientiert man sich, ich sage jetzt mal, an Marktstandards. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, haben wir auf der linken Seite unsere Quelle, die schon angesprochenen All-Subscriber, die hier aus der Marketing-Cloud kommen. Und auf der rechten Seite sehen wir die Objekte der Customer-Data-Plattform, auf die diese Daten gemappt werden. Und wir sehen hier schon ganz schön, es ist nicht ein Objekt, das heißt, wir haben hier keine, ja, nicht die 1-zu-1-Beziehung und ich muss hier nicht ganz viele Importe bauen, sondern ich kann diese eine Quelle auf verschiedenste Objekte in der CDP mappen und kann hier auch Felder so verknüpfen, wie ich das möchte. Das heißt, ich kann beispielsweise Daten beim Import umwandeln. Ich kann sie bereinigen, wenn bestimmte Werte nicht drin vorkommen sollen. Ich könnte Formatierungen machen, beispielsweise für Telefonnummern, dass ich da feste Schreibweisen habe. Und ich kann Daten auch mit Formeln oder Funktionen auch anhängen, verketten. Also mir meine Wahrheit hier, ich sage jetzt mal, zusammenbauen, so wie das für mich Sinn macht. Und ich habe zudem die Möglichkeit, über Formeln, über Calculated Insights, wie sie hier heißen, neue Erkenntnisse zu generieren. Zu sagen, okay, ich nutze jetzt alle Daten, die hier eingespielt werden und kann daraus neue Dinge ableiten. Ich kann neue Erkenntnisse gewinnen. Ich kann vielleicht ein Scoring umsetzen. Ich kann bestimmte Attribute bilden, die sich dann hier aus den Quellen zusammensetzen. So, nun kommen diese ganzen Daten in die CDP und wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, war der größte Punkt dann der Identitätsabgleich zwischen den Systemen. Und hier, das Ganze nennt sich im Beispiel der CDP Identity Resolution. Und ich kann hier an der Stelle nun der CDP sagen, nach welchen Regeln möchte ich denn Kontakte zusammenführen. Das heißt, ich sehe erstmal die Kontakte, die in das System eingespielt wurden. Ich sehe, wie viele dieser Profile dann miteinander gematcht werden konnten. Und ich sehe auch, wie viele zusammengefügte Profile, Unified Profiles, dann am Ende daraus generiert wurden. Und hier natürlich ganz interessant, dass natürlich aus verschiedenen Systemen, in denen die gleichen Kunden, die gleichen Kontakte existieren, dann auch, ich sage jetzt mal, über die Hälfte hier verloren gehen und nicht verloren gehen, sondern gematcht werden können zu unseren zentralen Kundenprofilen. Für das Matching stehen mir verschiedene Regeln zur Verfügung. Also ich kann auf einzelne IDs oder Attribute matchen. Ich kann auf Kombinationen von Attributen matchen, wie zum Beispiel der Name und die E-Mail-Adresse oder Name und Telefonnummer. Und ich habe auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Fuzzy-Name-Matching. Das heißt, ich kann ähnliche Schreibweisen von Namen berücksichtigen. Zu sagen, okay, Umlaut wird beispielsweise berücksichtigt und je nachdem, ob es verschiedene Schreibweisen gibt, kann die CDP auch sowas erkennen. So, und wenn jetzt verschiedene Kundenprofile miteinander gematcht werden, wenn ich meine 360-Grad-Kundenblick und meine Wahrheit erstellen möchte, ja, dann muss ich auch irgendwo sagen, naja, wenn jetzt ich zwei unterschiedliche E-Mail-Adressen habe, unterschiedliche Werte für ein bestimmtes Attribut, was soll denn dann am Ende übrig bleiben in meinem zusammengefügten Profil? Und auch dafür gibt es verschiedene Regeln. Die sind ein bisschen nach den Kanälen sortiert, aber ich kann jetzt hier für jedes Feld festlegen,
wonach der Gewinner, sage ich jetzt mal, ausgewählt wird, der am Ende für die CDP die Wahrheit abbildet. Das kann sein, das Attribut, das am häufigsten eingespielt wurde oder der Wert, der am häufigsten eingespielt wurde. Ich kann aber auch sagen, ich habe eine Sequenz an Systemen. Beispielsweise gewinnt immer mein CRM. Ich weiß, wenn etwas im CRM steht, vertraue ich dem, dann kann ich auch das machen. Ich kann natürlich auch sagen, immer der letzte Wert gewinnt. Das heißt, wenn das letzte Update dann beispielsweise ein anderes Alter ist, ein anderes Interesse ist, dann kann ich auch sagen, immer dieser Wert, egal aus welchem System, soll das Ganze dann gewinnen und zu meiner Wahrheit am Kunden führen. So, nun haben wir alle Kunden im System erfasst. Wir haben unsere 360-Grad-Kundenprofile gebildet und möchten jetzt daraus endlich segmentieren. Wir möchten endlich das Ganze ausspielen. Und dazu schauen wir einmal in unsere Segmente. Und ich hatte schon vorhin gesagt, das Ganze ist jetzt eben, ich brauche jetzt kein Coding mehr, ich muss jetzt kein Entwickler mehr sein, denn ich habe hier meine Daten einfach jetzt auf eine Wahrheit gebracht, auf eine Benamung, eine Ausprägung und kann jetzt hier die Segmente mittels Filter erstellen. Und ich habe einfach mal ein bestehendes Segment aufgemacht und wir haben hier auf der linken Seite, sehen wir jetzt einmal die Eigenschaften, die direkt an diesem Kundenprofil hängen. Das heißt, Dinge wie Name, Geschlecht, Interesse, die jetzt direkt damit verknüpft sind. Ich kann aber auch Objekte nutzen, die mit diesem Kunden in Beziehung stehen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auf das E-Mail-Engagement schauen. Ich könnte mir verschiedene Käufe, verschiedene Abonnements suchen, Verträge, die der Kunde bei mir hat. Ich könnte schauen, wie hat er auf der Website interagiert. Also das ist einfach nur davon abhängig, was ich dem System hier zur Verfügung stelle. Oder auch Service Cases, mal zu sagen, okay, Kunden, die gerade in der Eskalation mit dem Unternehmen sind, die gerade ein Produkt zurückgeschickt haben, die sollen vielleicht aus bestimmten Kommunikationen auch ausgeschlossen werden, um, ich sage jetzt mal, die Kommunikation an der Stelle zu steuern. Und das Ganze kann ich jetzt, wie schon gesagt, einfach hier dann als Filter hinzufügen und habe hier ganz einfach meine Operatoren und so einfach geht es dann, diese Segmente zu erstellen. Wenn ich dann meine Segmente habe, die werden regelmäßig aktualisiert, kann ich diese Segmente aktivieren und Aktivierung heißt, ich versende diese Menge an Kunden an ein anderes System. Und da habe ich auch schon mal eine Aktivierung aufgemacht. Ich habe hier ein Segment ausgewählt. Das sind jetzt Kunden, die mehrere Käufe in den letzten 90 Tagen hatten. Und die möchte ich jetzt der Marketing Cloud senden. Für eine Marketingkampagne natürlich. So, dann wähle ich hier meine Ziele aus. Die werden einmal angelegt als Aktivierungsziele. Und das funktioniert ähnlich, wie wir es vorhin bei den Data Streams gesehen haben. Das System auswählen, sozusagen die Daten hinterlegen für den Connector und dann kann ich es hier nutzen. So, und ich möchte an der Stelle, habe ich noch die Möglichkeit auszuwählen, was ich denn senden möchte. Ja, und ich wähle hier meine verknüpften Kundenprofile natürlich. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind in der Marketing Cloud und wir wollen an die Marketing Cloud senden und die Marketing Cloud hat ja primär die Kanäle E-Mail, und ein Mobiltelefon mit Apps und SMS beispielsweise oder WhatsApp. Und deswegen möchte die Marketing Cloud immer gern entweder eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer mit haben. Und sage ich natürlich, kannst du gern haben, geben wir einmal die E-Mail-Adresse mit. Zusätzlich kann ich hier jetzt auswählen, was ist denn, wenn der Kunde mehrere E-Mail-Adressen hat, wenn er beispielsweise für verschiedene Zwecke E-Mail-Adressen hat. Eine Rechnungsadresse und eine Adresse, an die vielleicht das Produkt gesendet wird oder ähnliches. Also hier kann ich dann entsprechend auswählen, eine Reihenfolge festlegen, welche E-Mail-Adressen denn gesendet werden sollen, sofern ich mehrere für diesen Kunden habe.
Und natürlich wollen wir nicht nur den Kunden mittels einer ID zusenden, sondern wir möchten auch noch ein paar Daten mehr mitgeben. Und hier wieder das gleiche Spiel. Ich kann Attribute vom Kunden hinzufügen, kann zum Beispiel sagen, okay, gib mir mal das Geburtsdatum mit, gib mir mal den Vornamen für die Personalisierung mit und ja, nehmen wir mal noch das Interesse für bestimmte Produkte und klick hier auf Save und dann sind diese Attribute auch schon in meiner Auswahl mit drin und ich kann sie mit übergeben. Ja, und das Ganze, dem Ganzen müsste ich jetzt nur noch einen Namen geben und dann sind wir fertig und die CDP kann diese Segmente dann jeweils an die ausspielenden Pools übertragen. Ja, und das soll es auch für den Moment sein mit dieser kleinen Demo. Und ja, dann springen wir nochmal zurück von der Präsentation oder zur Präsentation und wollen nochmal schauen, was haben wir jetzt gerade gesehen. Wir haben zum ersten gesehen, wie ich meine Datenquellen anbinde, die sogenannten Data Streams. Wir haben gesehen, wie die Daten dann importiert werden können und wie sie auf die Objekte in der CDP gemappt werden. Wir haben gesehen, wie ich verknüpfte Profile anhand von verschiedenen Regeln bilden kann, die Unified Profiles. Wir haben erfahren, dass ich Daten anreichern kann, beispielsweise mit Calculated Insights, also neue Erkenntnisse dann in der CDP generieren kann. Wir haben Segmente erstellt, also Zielgruppen für Marketingmaßnahmen gebildet. Und wir haben gesehen, wie wir diese Segmente aktivieren können, also an verschiedene Systeme dann publishen oder weiterreichen können. Und damit gebe ich erstmal zurück an dich, Martin. Vielen Dank, Toni, für genau diese sehr, sehr wertvolle Demo. Danke für diesen Einblick. Jetzt bleibt mir noch kurz zu erwähnen, dass wir genau dafür als die Systems MMS Dienstleister sind. Wir haben über 300 Expertinnen mit einem Salesforce-Know-how, nicht nur für CDP, sondern ja, im Grunde alle Clouds rund um Salesforce haben zahlreiche Zertifikate, zahlreiche Projekte bereits realisiert, sind dabei branchenunabhängig aufgestellt, können auch aus vielen Projekten und entsprechenden Referenzen unsere Erfahrungen mit schöpfen und ja, bieten, einige davon hat Toni ja gerade auch schon erwähnt, auch Integrationslösungen an. Das heißt also, unser Schwerpunkt als T-Systems MMS liegt dort auch in einer sehr starken Integration, neben der unabhängigen Beratung eben auch die richtige Lösung zu finden, wie man das in eine vorhandene Systemlandschaft, eine vorhandene Architektur auch mit integriert. Das als der kurze Werbeblock sozusagen, dass wir ein leistungsfähiger Salesforce-Dienstleister sind. Und ja, dann bleibt mir noch ein kurzer Hinweis darauf, wenn Ihnen das heutige Event gefallen hat und Sie mehr über das Thema Data-Driven Decisions, Data-Driven Sales erfahren wollen, wir haben dazu auch noch zwei weitere Events. Das eine Event ist am Dienstag, dem 9.11. Das zweite Event ist am 23.11., auch wieder ein Dienstag, mit zahlreichen Beispielen, mit weiteren Insights, der einen oder anderen Referenz- und Praxiseinblicken, die wir dort mitbieten. Das heißt also, wenn Sie das Thema Salesforce und die Integration mit Salesforce interessieren, finden Sie genau hier weitere sehr wertvolle Impulse. Und damit, Toni, wären wir auch schon am Ende unserer Präsentation und des Einblicks. Und Herr Meiser, ich schiel da mal schon so ein bisschen auf Sie. Gab es während unseres Events so schon erste Fragen? Wollen wir in den Q&A-Block starten? Genau, ja, dann würde ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen schon mal bedanken. Wir starten jetzt mit der Q&A-Session. Und wenn Sie noch keine Fragen bisher abgesendet haben, können Sie das jetzt noch gerne machen. Da haben wir noch natürlich die Zeit für, etwa einfach über den Q&A-Button in der Mitte oder daneben direkt den Chat-Button.
Wir haben dann schon mal hier was reinbekommen. Das würde ich dann direkt an Sie weitergeben. Und zwar die erste Frage wäre, funktioniert CDP noch, wenn zukünftig alle Cookies verboten sind? Ich vermute mal, dass die Fragestellung, Toni, da so ein bisschen abzielt darauf, auf die Third-Party-Cookies. Denn also ich gehe mal davon aus, dass sozusagen auch die Cookies, die eine Website braucht, zum Beispiel für einen Login, auch weiterhin immer bestehen bleiben wird. Also da sehe ich noch keine andere Lösung irgendwie im Horizont. Ja, Toni, also das Thema Cookies ist ja schon ein Kriterium für ein Matching zum Beispiel, ne? Dieses Kriterium würde dann unter Umständen wegfallen. Grundsätzlich sehe ich CDP aber eher als einen Vorteil. Also wenn die Third-Party-Cookies es nicht mehr geben wird, ist genau die CDP der Vorteil, um mehr aus Bestandskunden herauszuholen. Ja, also da ganz, das steht sogar im Zusammenhang, könnte man sagen. Also ich kann jetzt mal das Beispiel am Beispiel Salesforce. Es gibt auch eine DMP, eine Data Management Plattform, und die hatte klassisch den Zweck zu sagen, ich habe ein anonymes Tracking aufgrund von IDs, von Cookies und das website-übergreifend. Diese Möglichkeit wird eben stark eingeschränkt oder fällt zum Teil weg. Einfach durch die Unterdrückung der Third-Party-Cookies. Und die CDP ist mehr oder weniger eine Entwicklung daraus. Das heißt, die CDP konzentriert sich auf First-Party-Daten, das heißt auf Daten, die sie selber besitzen. Diese Daten kommen aus ihren verschiedenen Systemen, aber auch von ihrer Website, und auf ihrer eigenen Website sind Cookies in dem Sinne dann nicht das Problem, solange sie die Einwilligung erheben. Sind aber nicht, ist nicht die Art von Cookies, die jetzt von Browsern unterdrückt werden. Hier geht es eher um Werbe-Cookies, die von anderen Anbietern auf ihrer Website beispielsweise integriert sind. Aber die unternehmenseigenen Cookies und das Tracking, das das Unternehmen selber macht, das fließt hier weiterhin rein, und da ist die CDP eigentlich genau der Fokus auf die eigenen Daten. Wunderbar. Dann gehen wir direkt zur nächsten Frage über. Und zwar, gibt es Ihre Lösung auch on-premise? Ja, bezogen auf Salesforce, nein. Es ist eine Cloud-Lösung. Allerdings, Hosting ist hier an verschiedenen Standorten möglich. Das heißt, es ist auch möglich, das Ganze in Europa zu hosten, um ja, da möglichen ja, Anforderungen gerecht zu werden. Okay, vielen Dank. Dann haben wir eine weitere Frage. Kann ich das Datenmodell in der CDP auch an meine Bedürfnisse anpassen? Ja, auch das. Sie können wir haben vorhin die Standardobjekte gesehen, dieses Cloud Information Model. Und das können Sie frei durch eigene Felder erweitern. Sie können Custom-Objekte anlegen, und Sie können auch die Beziehungen zwischen den Objekten anpassen, wenn das eben dann zu Ihrem, ja, zu Ihrem Datenmodell besser passt. Das heißt, hier gibt's, das wird erstmal mitgegeben, und es ist die Grundlage, um dann weiterzuarbeiten. Vielen Dank. Dann noch eine Frage. Gibt es Vorlagen für das Mapping von Daten oder muss ich mir das selbst ausdenken? Ja, auch da gibt es im Bereich Salesforce nennt sich das Ganze Data Bundles. Das heißt, für die Integration mit anderen, mit einer Reihe von anderen Tools gibt es ja ein automatisches Mapping der gängigen Objekte, der Standardobjekte, die diese Tools mitbringen. Diese Standard-Mappings können dann eben direkt eingespielt werden und benutzt werden. Sie können aber auch wiederum angepasst und erweitert werden. Aber auch hier wieder die Grundlage wird erstmal mitgegeben, um da einfach einen Start zu finden. Ja. Okay, und dann haben wir hier noch eine Frage. Ich schaue mal gerade, das bezieht sich auf die Kosten. Und zwar, was kostet eine CDP-Project mit Lizenz von Salesforce? Na gut, Toni, hast du das griffbereit? Sonst, wenn du es, ja,
Du hast wahrscheinlich auch gerade auf dem Schirm, ne? Gegebenenfalls müssen wir das nochmal nachliefern, die genauen Preise. Also es gibt eine Übersicht auf salesforce.com, das ist relativ einfach nachzuvollziehen. Dort die Lizenzen. Was ist das Lizenzmodell, Toni? Das ist die, da sind die Anzahl der Super-Messages dabei und die Anzahl der verarbeiteten Daten, ne? So, jetzt lass mich einmal selber schauen. Also es geht nicht unbedingt nur um die Daten. Also die Preise gehen los in der kleinsten Edition bei 12.500 Dollar oder Euro im Monat. Und die Preise sind dann abhängig von der Anzahl der Profile, die ich da drin speichern möchte, der Super Messages, das heißt Ausspielungen, der Segmente, die ich veröffentlichen möchte. Und abhängig auch von den Events, die dann letzten Endes im Tool oder zwischen den Tool, zu Tools stattfinden. Ne? Gut, dann checke ich noch einmal gerade, ob noch weitere Fragen reingekommen sind. Das sieht im Moment nicht so aus, aber Sie haben ja trotzdem noch die Möglichkeit, mit Herrn Hegewald oder Herrn Molch in Kontakt zu treten. Die Kontaktdaten sehen Sie hier auch. Ansonsten gerne auch noch in der App über die Exhibition und Expert-Leiste. Da können Sie auch noch mal mit T-Systems MMS in Kontakt treten und weitere Fragen stellen. Genau, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank nochmal an Herrn Molch und auch an Sie, Herrn Hegewald, für den spannenden Vortrag und natürlich auch an die Zuhörer, die sich heute die Zeit für dieses Webinar genommen haben. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag, hoffentlich ein bisschen weniger verregnet als hier in Berlin. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss.